Moin Leute, heute teste ich eine ziemlich interessante Powerstation von Aukitel. Mir geht's natürlich wie immer um die harten und vor allem messbaren und nachvollziehbaren Werte wie Kapazität, Sicherheit, Wirkungsgrad und auch die Signalqualität, die da rauskommt. Und als kleiner Bonus erzähle ich euch heute, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, also was ich von denen angeboten bekommen habe und was ich dafür sagen sollte. Das war mal wieder ein kleines Highlight für mich. Das Gerät hat 2000 Wattstunden, Schnellladefähigkeit und eine USV-Option, das ist eigentlich nicht schlecht. Gibt es momentan bei Amazon für 1700 Euro, normal liegt der Preis wohl bei 1900 Euro. Im Vergleich zu anderen Geräten ist das tatsächlich verhältnismäßig günstig, denn diese liegen oftmals deutlich über 2000 Euro. Wobei günstig mir hier echt schwer über die Lippen kommt, weil die Preise schon sehr stolz sind, finde ich, für das, was die Geräte eigentlich leisten. Ich kann nur den Appell an euch weitergeben und sagen, bitte überlegt euch ernsthaft, ob ihr so viel Geld für sowas ausgeben möchtet und ob ihr das wirklich braucht. Ja, als erstes würde ich sagen, wir checken einfach mal die angegebenen 2 Kilowattstunden, ob die wirklich stimmen und ob der Wirkungsgrad einigermaßen gut ist. Wirkungsgrad bedeutet hier, dass ich schaue, wie viel Strom bzw. Energie ich beim Laden reinstecke und wie viel ich danach wieder rausbekomme, also beim Entladen. Perfekt wäre, wenn ich genauso viel herausbekomme, wie ich reingesteckt habe, aber sowas gibt es natürlich nicht. In der Regel liegen solche Geräte bei 70 bis 80%. 80 wäre jetzt eher gut, 70 ist dann eher so der untere Bereich. Und man sieht aber auch schon, 20 bis 30% sind blanker Verlust. Also die gehen einfach in die Luft, ne? Oder in die Selbstversorgung des Gerätes. Alles klar, ihr könnt jetzt hier sehen, wie ich das Ding lade, und zwar immer so zwischen 1 bis 1,5 kW. Und das ist tatsächlich nicht schlecht, denn das Laden geht so wirklich relativ flott von der Hand. Ja, zumindest so bis 80% geht es sehr schnell und dann flacht die Ladekurve ein bisschen ab. Das heißt, ab dann dauert es länger, aber das ist eigentlich komplett okay und ist eine nette Sache. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass ich 2,45 Kilowattstunden Strom zum Laden benötigt habe. Das ist schon mal wesentlich mehr als die 2 Kilowattstunden, die angegeben wurden, was aber okay ist, sagen wir mal, wenn ich genügend wieder rausbekomme. So, und jetzt entlade ich das Ding mit einer Konvektionsheizung und das mit genau 2 kW. Und das entspricht der maximalen Dauerbelastung, die dieses Gerät auch verspricht. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. Ja, ihr seht hier das Ergebnis und ich konnte gerade mal 1,77 Kilowattstunden entnehmen. Und das ist deutlich weniger als die 2 Kilowattstunden, die vom Hersteller angegeben sind. Es gibt natürlich eine gewisse Messtoleranz. Ich habe jetzt hier sicherlich nicht das allerbeste Messgerät, aber ich denke trotzdem, dass das schon relativ schlecht eher ist in meinen Augen. Der Wirkungsgrad liegt damit bei 72,2% und das ist vergleichsweise eher so Mittelfeld bis eher schlecht, also sind hier eher im unteren Bereich. Gut wäre so Richtung 80%, das hatten bisher so die besten Powerstations, die ich so gesehen hatte, lagen eher in dem Bereich. Ja, Sicherheit und Akkus, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich meine, darum geht es ja auch. Also um die Akkus geht es insbesondere und man will natürlich, dass so ein Gerät sehr sicher ist. Fragen wir erstmal, warum überhaupt Lithium-Eisenphosphat oder LiFePO4? Hat das irgendwelche Vorteile, besonders was die Sicherheit angeht? LFP oder Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind super beliebt, da sie wirklich eine hohe Zyklenfestigkeit haben und deutlich sicherer sind als die normalen, üblichen Nickel-Kobalt-Zellen, so wie man sie zum Beispiel im Handy oder auch oft im E-Bike findet. Hier könnt ihr jetzt mal den Brandtest des Online-Shop GWL sehen und ich persönlich finde das immer mega eindrucksvoll, guck's mir auch gerne an und bedanke mich jetzt hier auch bei GWL, dass ich das Video zeigen durfte. Einziger Nachteil dieser Zellchemie ist, dass sie schwerer ist und mehr Platz benötigt bei gleicher Speichermenge. Und die Teile mögen tiefe Temperaturen nicht besonders, was je nach Anwendung natürlich auch ein Problem darstellen kann. Okay, jetzt öffnen wir mal das Gerät und schauen mal, ob die Kabel ausreichend dimensioniert sind und ob wir etwas über die Akkus im Inneren herausfinden können. Die Batteriekabel sind 2x10 AWG und das entspricht 2x5,26 Quadratmillimeter an Querschnitt. Und das sind insgesamt dann 10,5 Quadratmillimeter, wenn ich die zwei addiere. Und 78 Ampere ist jetzt die absolute Maximalbelastung, wenn ich dieses Ding mit 4 kW belaste, was vermutlich eh nur sehr kurz geht. Also da sind wir eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen, mit den Kabeln. Zudem sind 240 Ampere Schmelzsicherungen verbraucht, also auch die 80 Ampere. Und das passt dann im Prinzip auch alles ganz gut. Die anderen Kabel habe ich auch kurz gecheckt, die passen auch alle soweit. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen durchgehen. Also hier wirklich nichts zu beanstanden, sieht alles gut aus. Es gibt hier mehrere NTCs, also Temperaturabsicherungen, an vielen Stellen wirklich. Das fand ich sehr, sehr positiv. Also hier wird echt darauf geachtet, dass man nicht irgendwie überhitzt oder so.
Wobei ich leider nicht erkennen konnte, ob auch welche gegen tiefe Temperaturen enthalten waren. Also ich weiß nicht, ob das Gerät die Akkus vor zu tiefen Temperaturen schützt. Das weiß ich leider nicht. Testen kann ich es nicht, weil ich hier momentan, also hier ist es nicht kalt genug und so eine große Eistruhe habe ich einfach nicht. So, hier könnt ihr jetzt die Akkus sehen und das sind 48 Stück und zwar als 48 Volt System angeordnet. Hier sind es jetzt 16 in Serie und 3 parallel, das nennt man dann auch ein 16S 3P System. Die Akkus sind nicht beschriftet, aber durch meine Recherche habe ich den Verdacht, dass es sich hierbei um diese Akkus handeln könnte mit 13 Amperestunden. Ich kann es aber nicht sicher sagen und die Hersteller geben es leider nicht preis. Wenn es diese sein sollten, wie gesagt, ich bin hier sehr unsicher, dann wäre die Zyklenfestigkeit des Herstellers nicht korrekt. Aber wie gesagt, da ich es nicht hundertprozentig sicher sagen kann, lassen wir das an dieser Stelle lieber sein. Okay, schauen wir uns das Sinussignal an. Der sollte möglichst nah an einem echten Sinus sein. Das ist sehr wichtig für viele Geräte, die da empfindlich sind. Tatsächlich, wenn ich einen sehr, sehr schlechten Sinus habe, zum Beispiel eine Rechteckkurve, kann das bei gewissen Geräten sogar zur Zerstörung führen. Das hatte ich schon mal. Ich persönlich habe leider nur begrenzte Möglichkeiten durch mein einfaches Oszilloskop. Deswegen lassen sich jetzt nur größere Fehler und Verzerrungen sehen. Kleinere Abweichungen im Sinus kann ich mit meinem Equipment nicht darstellen. Das heißt, ich kann keine Messabweichung berechnen. Aber trotzdem denke ich, ist es sinnvoll, sich das mal anzugucken. Okay, ich check immer, inwiefern sich der Sinus unter maximaler Dauerlast, also unter 2 Kilowatt Belastung verhält und wir schauen uns das jetzt hier einfach mal an. Ihr seht, die Sinusschwingung sieht optisch sauber aus, egal ob unter Last oder nicht. Also das ist schon mal sehr positiv, zumindest jetzt optisch gesehen. Die Spannung geht leicht runter unter Last, aber das ist alles vollkommen innerhalb der Toleranz. Also hier mit meinen einfachen Mitteln, die ich habe, kann ich jetzt nur sagen, alles bestens. Da habe ich schon erheblich Schlimmeres gesehen. Also nochmal ein bisschen YouTube-Gossip, ist vielleicht auch ganz witzig für euch, sowas mal zu sehen. Nachdem die mir das Gerät zugeschickt haben und ich echt lange gebraucht habe, weil ich auch eine Menge andere Projekte am Laufen hatte, wurde mir Geld im mittleren vierstelligen Bereich angeboten, wenn ich die Vorteile gegenüber der Konkurrenz hervorhebe und den Test schneller mache. Denn wie gesagt, ich brauche immer Monate für sowas. Einerseits, weil ich viel zu tun habe und andererseits auch ist das nicht so mein Favorite. Ich mache lieber andere Videos, so DIY macht mir da mehr Spaß. Aber egal. Vorschläge, was ich sagen sollte, waren die folgenden. Es ist besser als die Bluetti AC200P Power Station. Hauptsächlich in ultra große Kapazität 2000 Wattstunden, 3500 mal recycelt. Ja, 3500 mal recycelt, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich vermute, die meinten damit die Zyklenfestigkeit. Ist jetzt alles nicht mega dramatisch, finde ich, aber ich fand es ganz witzig. Ich denke, ihr könnt da sicherlich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Und es war gar kein Thema, dass ich das ablehne, also so gesehen alles entspannt und super netter Kontakt. Ist jetzt eher eine lustige Geschichte. Für euch vielleicht interessant, wieso es im Background einfach abläuft. Ach ja, und noch was Witziges. Mir wurde dieses Gerät mehrfach von Aukitel angeboten. Und zwar von verschiedenen Leuten. Irgendwann muss ich das zum Spaß mal ausprobieren, wie viele die mir am Ende zuschicken würden. Finde ich irgendwie auch interessant. Mal schauen, vielleicht mache ich das irgendwann mal aus Joke. Alles klar, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Es freut mich immer sehr. Und ansonsten sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es diese sein sollten, wie gesagt, ich bin...